Die Tesla-Aktie hat das Jahr 2023 extrem stark gestartet. Wir konnten eine fantastische Rallye sehen, vor allem nach dem letzten Jahr, in dem wir die ganze Zeit beobachten konnten, dass die Kurse ja immer wieder Stück für Stück weiter gesunken sind. Das war schon sehr, sehr hart, das auszuhalten. Trotzdem muss man ganz klar sagen, obwohl wir diese starke Rallye gesehen haben, dass der Tesla Investor Day für sehr viel Unruhe gesorgt hat. Dementsprechend ist der Kurs auch teilweise wieder eingebrochen. Ich hatte zum Beispiel in meinem letzten Tesla-Video euch ja auch verschiedene Resistance- und Support-Level gezeigt und tatsächlich ist der Aktienkurs genau von dieser Supportlinie, die ich in meinem letzten Video schon mal angesprochen habe, abgeprallt und seitdem ist er wieder schon um 8% gestiegen. Das heißt, man hätte dieses Support-Level zum Beispiel als Einstiegsmöglichkeit nutzen können, um langfristig in Tesla zu investieren, aber auch um einen kurzfristigen Trade zu eröffnen, ist aber wie immer natürlich keine Finanz- oder Handlungsempfehlung. Du musst selber entscheiden, was du mit deinem Geld machst. Trotzdem, falls du dich für diesen Content hier interessierst und dir so etwas hilft, kannst du mich gerne kostenlos unterstützen, einfach einen Daumen nach oben da lassen und damit du up-to-date bleibst, wenn du dich jetzt zum Beispiel für Tesla wirklich interessierst, kannst du gerne den Kanal abonnieren mit Glocke, dann wirst du auch die anderen Videos nicht verpassen. Und damit kommen wir auch schon zu der wichtigsten Frage, denn es ist ja eigentlich immer noch unklar, ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, um in Tesla zu investieren oder sollte man vielleicht sogar Teilgewinne mitnehmen? Und genau das werden wir heute beantworten. Das heißt, falls du dich jetzt für Tesla interessierst und wie sich jetzt das Jahr 2023 auf Tesla auswirken wird, dann solltest du dir auf jeden Fall das gesamte Video anschauen. Und an dieser Stelle muss ich ganz klar anmerken, ich bin ein Tesla-Fan, das heißt, ich bin ein Tesla-Bull, ne, konnte auch schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld mit Tesla verdienen. Falls du mich aktiv beobachtet hast, dann weißt du das auch. Trotzdem werde ich in diesem Video so objektiv wie möglich auf dieses Thema eingehen, denn klar, Tesla hat extrem viel Potenzial und man kann sehr, sehr viel Geld mit Tesla verdienen. Trotzdem haben wir jetzt derzeit einige Risiken an den Märkten, die ich jetzt heute in diesem Video gerne mit dir teilen werde. Zuallererst beginnen wir aber hier wie immer mit der Chartanalyse von Tesla. Wie schon am Anfang erwähnt, habe ich ja hier diese Supportlinie aus meinem letzten Video. Hier können wir auch ganz klar beobachten, wenn wir zum Beispiel in den 1-Stunden-US-Dollar-Chart bei Tesla wechseln, dass wir ziemlich genau an dieser Supportlinie aus meinem letzten Video abgeprallt sind. Kannst dir gerne auch das letzte Video mal anschauen und hier nach oben gegangen sind. Seitdem konnten wir auch wirklich einen sehr, sehr schönen Bouncer sehen. Teilweise haben wir hier knapp 8% gesehen, bei der die Aktie dann nach oben gestiegen ist. Was natürlich auffällt, ist immer noch diese Resistance-Linie, die wir nicht wirklich hier geschafft haben zu durchbrechen. Wir hatten hier so einen kleinen Ausbruch im 1-Stunden-Chart. Trotzdem hat das Ganze jetzt nicht gereicht, damit die Rallye jetzt weiter fortgeführt wird. Ich hatte ja auch zum Beispiel in meinem letzten Video euch einmal diesen langfristigen Abwärtstrend, zumindest laut Chart, einmal gezeigt. Das heißt, wir haben hier immer wieder Lower Highs und Lower Lows. Man sieht eindeutig, dass der Kurs der Tesla-Aktie weiter nach unten fällt. Hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass immer wieder, wenn wir hier so einen Top gesehen haben, Elon Musk seine Anteile verkauft hat. Und das werden wir in diesem Video auch nochmal thematisieren. Das heißt, jedes Mal, wenn die Aktie so weit nach oben gestiegen ist, hat Elon Musk verkauft und dementsprechend einen enormen Druck auf den Aktienkurs dann eben ausgewirkt. Daher ist der Kurs dann eingebrochen. Wenn ich mir den Chart anschaue, dann sehe ich tatsächlich jetzt immer noch ein Problem, dass wir diesen Abwärtstrend nicht durchbrochen haben. Das heißt, wir sind ja auch noch relativ weit entfernt mit der Tesla-Aktie vom Allzeithoch. Wenn ich mir das anschaue, dann sind wir hier immer noch ungefähr 100% vom Allzeithoch entfernt, was natürlich schon sehr, sehr krass ist. Das heißt, auch wenn wir jetzt sehen, dass das Jahr 2023 sehr gut gestartet hat und die Aktie sehr, sehr gehypt ist, sind wir immer noch nicht mal annähernd auf dem Level, was wir halt im Jahr 2021 gesehen haben. Dementsprechend sind natürlich noch sehr viele Investoren, die zum Beispiel im Jahr 2021 hier im Allzeithoch eingestiegen sind, aber auch zum Beispiel auch hier im Top 2022 im April noch stark im Minus, wenn sie nicht jetzt schon verkauft haben. Das sind natürlich immer die ganzen Tops, an denen halt Elon Musk verkauft hat und die Aktie dann abgestürzt ist. Dementsprechend ist es für diese Investoren natürlich sehr, sehr wichtig herauszufinden, wie wird sich der Aktienkurs weiterentwickeln. Werden wir dieses Allzeithoch jemals wieder sehen? Ja oder nein? Und wenn wir uns jetzt den Chart hier mal anschauen, dann sehen wir natürlich, dass die Aktie zumindest kurzfristig gesehen noch einige Probleme vor sich hat, beziehungsweise einige Hürden, die sie überwinden muss. Denn wir haben zum einen diese Resistance-Linie, die wir bisher zweimal nicht geschafft haben zu durchbrechen. Wir haben die 200-Tages-Durchschnittslinie, die auch als Resistance fungiert. Die müssen wir dann auch durchbrechen. Und wir haben natürlich diesen sehr, sehr langfristigen Abwärtstrend, also diese Abwärtstrendlinie, die ich schon mal eingezeichnet habe, die müssten wir auch durchbrechen. Das heißt, ihr seht, wir haben drei große Hürden, die die Tesla-Aktie jetzt kurzfristig irgendwie durchbrechen müsste, damit wir wieder in einen Aufwärtstrend wechseln und die Aktie dann irgendwann hier dieses Allzeithoch wieder erreichen kann. Was ich auf jeden Fall sagen kann, wenn ich mir jetzt den Tageschart in US-Dollar anschaue, ist, dass wir hier zum Beispiel ein Gap sehen, zwar ein ganz kleines Gap, aber wir sehen dieses Gap und ich muss ganz klar sagen, ich kann mir doch durchaus vorstellen, dass wir zumindest dieses Jahr bei Tesla diesen Kurs hier nochmal erreichen werden. Ob das jetzt irgendwie Mitte oder Ende des Jahres sein wird, kann ich euch nicht sagen, aber wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir, dass dieses Gap hier genau an einer Resistance-Linie und auch an hier dieser Abwärtstrendlinie ungefähr irgendwo liegt.
Das heißt, es ist ganz wahrscheinlich für mich zumindest, dass der Kurs der Aktie sich hierhin wieder bewegen wird. Was mir aber auch gleichzeitig auffällt, und da wird es jetzt interessant sein, wie der Kurs sich vor allem in den nächsten Wochen jetzt erstmal entwickelt, ist, dass wir hier auch ein Gap nach oben gesehen haben. Also wenn wir uns das hier mal anschauen, dann ist die Aktie ja hier nochmal nach oben gegappt. Und das Gap wird auch höchstwahrscheinlich geschlossen werden. Also es ist tatsächlich, wenn man sich jetzt so die Geschichte der Charts anschaut, dass die Gaps der Aktien in vielen Fällen geschlossen werden. Also es ist nicht hundertprozentig, das heißt nicht jedes einzelne Gap wird geschlossen, aber man kann schon mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit behaupten, dass die meisten Gaps im Aktienchart früher oder später dann eben geschlossen werden. Das heißt, da sollte man sich definitiv darauf einstellen, dass der Kurs der Aktie, vor allem weil wir ja jetzt so ein schwieriges Jahr haben werden im Jahr 2023, vielleicht doch noch zwischendurch nach unten dippt und wir sehen, dass dieses Gap geschlossen wird. Da könnte vielleicht für den einen oder anderen eine Chance entstehen, den eigenen Kurs zu verbilligen oder vielleicht weiter einzusteigen. Also die Leute, die jetzt vielleicht immer überlegen einzusteigen, noch nicht dazu gekommen sind, sollten zumindest nicht die ganze Hoffnung verlieren. Auch wenn wir zum Beispiel die Indikatoren anschauen, dann sehen wir bei den MACD-Linien im Tageschart, sind wir eigentlich, obwohl der Kurs jetzt hier so nach oben gebounced ist, immer noch in einem Abwärtstrend. Das heißt, wir sind jetzt noch nicht so bullish bei der Tesla-Aktie, dass jetzt alle gehypt sind und der Kurs wird jetzt hier sofort diese Resistance-Linie, die 200-Tages-Durchschnittslinie und die Abwärtstrendlinie durchbrechen. Also so gehypt sind wir hier nicht, wenn wir uns diese MACD-Linie anschauen. Man sieht, wir sind immer noch im Abwärtstrend. Wir waren hier auch zum Beispiel bei der Resistance-Linie beim RSI-Indikator auch tatsächlich im Überkauft-Bereich. Das heißt, wir sind dann danach auch erstmal wieder nach unten gegangen. Wäre es natürlich interessant zu sehen, ob der RSI-Indikator dann erstmal auch wieder so weit nach unten geht, dass wir hier irgendwann auch das Gap schließen und hier dann im Überverkaufbereich landet. Und wenn das gleichzeitig eintrifft, dann wäre das natürlich ein super Zeitpunkt, um hier, sobald das Gap geschlossen ist, dann wieder in die Tesla-Aktie einzusteigen. Zumindest natürlich aus chartanalytischer Sicht. Was natürlich interessant sein wird, sind dann später auch die Quartalszahlen, die wir uns dann anschauen werden. Die werden auch entscheiden, wohin die Reise dann gehen wird. Und was auch vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte, ist auch hier der Wochenchart, um zu gucken, wie der Trend dann da eben aussieht. Und da sehen wir eigentlich auch ziemlich eindeutig, dass wir hier immer noch in diesem Muster Lower Lows und Lower Highs sind. Das heißt, hier dieses Hoch müssten wir eigentlich bei der Tesla-Aktie durchbrechen, wenn wir jetzt hier mit dem Kurs weiter nach oben steigen, um ganz klar verifizieren zu können, dass wir jetzt nicht mehr in einem bärischen Trend sind. Und damit kommen wir auch schon zu den Risiken von Tesla, aber auch zu der Prognose, was mit Tesla passieren könnte, wie sich Tesla weiterhin entwickeln könnte und worauf man hier auf jeden Fall achten sollte. Denn zuallererst gehen wir einmal hier auf die positiven Sachen ein, wie zum Beispiel Cathie Wood und der ARK ETF. Viele von euch wissen ja auch, dass dort sehr viele positive Prognosen abgegeben wurden. Cathie Wood hat mit dem ARK ETF ja auch sehr, sehr viel Geld verdient mit Tesla. Das muss man auch ganz klar sagen, denn der Kurs der Tesla-Aktie ist genauso abgegangen, wie Cathie Wood das prognostiziert hat. Und da konnte man natürlich sehr, sehr viel Geld verdienen. Wenn wir uns jetzt auch zum Beispiel die Prognose von Cathie Wood anschauen, dann wird hier auch ganz klar gesagt, dass die Tesla-Aktie zum Beispiel 1500 US-Dollar erreichen könnte bis 2026, was natürlich echt krass ist. Also das heißt eigentlich für jeden und auch für den ARK ETF, man sollte jetzt all-in gehen in die Tesla-Aktie, weil dieser Kurs ist dann schon sehr, sehr heftig und wir wissen, dass wir ja Stand heute sehr weit davon entfernt sind. Wenn ich mir jetzt einfach mal so die Entwicklung des ARK ETFs anschaue, beziehungsweise wie viele Anteile die dann insgesamt an Tesla halten und wie sich das bisher entwickelt hat, dann muss ich ganz klar sagen, spiegelt das so ein bisschen was anderes wider. Denn wenn wir uns jetzt 2021 anschauen, dann sehen wir, dass hier noch sehr, sehr viele Aktien, also sehr, sehr viele Tesla-Aktien im Portfolio vom ARK ETF gewesen sind. Und ganz klar, natürlich muss auch der ARK ETF Rebalancing betreiben. Das heißt, falls eine Aktie viel zu stark im Portfolio gewichtet ist, dann muss man diese Anteile dort reduzieren. Trotzdem sehen wir aber jetzt die Entwicklung bis jetzt zum Jahr 2023, dass diese dann doch ziemlich eindeutig ist, dass dort sehr, sehr viele Aktienanteile an Tesla reduziert wurden. Und das ist auch etwas, was ich auch so beobachten kann, zum Beispiel bei Elon Musk. Also wenn wir uns jetzt mal Elon Musk anschauen, und das hatte ich ja bei der Chartanalyse schon mal kurz angesprochen, dann haben wir gesehen, dass Elon Musk leider sehr, sehr viele Anteile der Tesla-Aktie verkauft hat, was dem einen oder anderen Investor tatsächlich auch Bauchschmerzen bereitet hat. Denn man konnte ja auch sehen, dass er zeitweise sich mehr für Twitter interessiert hat als für Tesla, zumindest vom Gefühl vieler Investoren her. Und was viele auch enttäuscht hat, ist einfach, dass er ja auch versprochen hat, dass er keine Tesla-Aktien verkauft. Er hat das jetzt auch wieder versprochen, also er hat quasi wieder gesagt, in den nächsten 2 Jahren wird er die Tesla-Aktien nicht mehr abstoßen. Man muss aber an der Stelle sagen, dass er das auch schon früher mal gesagt hat und sich nicht dran gehalten hat. Und wir haben gesehen, was seine Verkäufe mit den Tesla-Kursen dann eben anstellen können. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und was mir persönlich jetzt derzeit Bauchschmerzen bereitet, und da kannst du mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben,
ist, dass die Tesla-Aktie derzeit eine Retail-Investor-Aktie geworden ist. Also egal, wo man sich jetzt rumtreibt, im Internet, auf YouTube, auf Twitter, die ganzen Retail-Investoren sind extrem bullish auf Tesla eingestellt, verbreiten nur noch positive News. Also man merkt, dass die Leute sehr, sehr stark dahinter sind, investieren ihr ganzes Geld in Tesla. Also so bullish waren Retail-Investoren noch auf gar keine Aktie. Also das ist wirklich sehr, sehr krass und man merkt, dass sehr viele Retail-Investoren davon überzeugt sind. Und leider sind Retail-Investoren langfristig gesehen nicht der beste Indikator, um irgendwo einzusteigen. Das macht mir Sorgen, denn früher war das ja so, dass die Tesla-Aktie sehr verhasst gewesen ist. Vor allem auch bei Retail-Investoren, weil keiner die so richtig gecheckt hat, wusste gar nicht, was er damit anfangen soll. Die Tesla-Aktie oder Tesla, das Unternehmen selber, war ja auch ganz lange ein Insolvent-Kandidat. Das heißt, man wusste gar nicht, ob Tesla es schafft oder nicht schafft. Da hat Elon Musk ja auch ganz oft drüber gesprochen. Und man merkt aber, dass jetzt mittlerweile die Aktie wieder so zum Positiven gegangen ist und sehr, sehr viele Retail-Investoren sind sehr stark davon überzeugt. Beim Smart Money, ob jetzt der ARK ETF oder auch zum Beispiel Elon Musk oder auch zum Beispiel andere Insider, sieht man, dass diese dann derzeit eigentlich auch aussteigen. Also wenn wir uns das mal anschauen, dann verkaufen die jetzt hier zum Beispiel derzeit viele Anteile. Wenn wir uns jetzt mal das Ganze in den letzten 6 Monaten anschauen, dann sehen wir, dass hier deutlich mehr Verkäufe als Käufe stattgefunden sind. Das heißt, hauptsächlich das Geld, was jetzt derzeit in Tesla landet, ist das Geld der Retail-Investoren. Und deswegen mache ich mir persönlich halt immer noch Sorgen, wie gesagt, selbst als Tesla-Bull und Fan. Und ich muss ganz klar sagen, der Tesla Investor Day war fantastisch und da wurden super viele Sachen genannt, die sehr, sehr bullish sind. Da werden wir auch gleich nochmal ganz kurz das Ganze anschneiden. Aber trotzdem muss man natürlich auch die Risiken beobachten und vor allem in der Geschichte, wenn man sich halt anschaut, dass die Retail-Investoren eigentlich fast immer auf die Schnauze gefallen sind, macht mir das dann doch irgendwie Sorgen, könnten vielleicht die Insider etwas sehen, was wir vielleicht jetzt noch übersehen. Vor allem auch Elon Musk weiß ja auch deutlich mehr, als wir das wissen. Und da muss man halt einfach darauf vertrauen, dass er hier den richtigen Weg geht. Die Kennzahlen sprechen natürlich immer für sich und viele von euch wissen, dass Tesla eine Cash-Cow ist, einfach aufgrund der Marge. Tesla hat eine sehr, sehr hohe Marge im Vergleich zu den anderen Autoherstellern, was die natürlich auch sehr, sehr stark unterscheidet. Und hier müssen wir auf jeden Fall weiterhin darauf achten, dass die Marge auch noch so hoch bleibt. Und das ist auch das erste Problem, was ich zumindest fürs Jahr 2023 sehe, warum vielleicht die Aktie nicht das Allzeithoch wieder durchbrechen wird. Denn das Wachstum von Tesla war ja eigentlich geplant, im Jahr, um im Umsatz zumindest um 50% weiterhin zu wachsen. Jetzt wurde das Ganze gesenkt. Das heißt, man rechnet nicht mehr damit, weil das ja sehr, sehr schwierig ist, dass wir diese 50% sehen werden. Wenn das tatsächlich so ablaufen wird, dann könnte das ein Problem darstellen. Zusätzlich haben wir noch kurzfristig gesehen, dass die Tesla-Preise von den Fahrzeugen auch nochmal gesenkt wurden. Insgesamt wurden die jetzt schon 4-mal angepasst. Und das Positive ist jetzt tatsächlich auch, dass die endlich mal auch nach oben angepasst worden sind, weil da sich sehr, sehr viele Investoren Sorgen gemacht haben, dass die Preise nach unten korrigiert worden sind. Und zum ersten Mal hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen nicht mehr so hoch ist. Das war natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Und das andere Thema, was auch für die Bewertung der Tesla-Aktie noch viel wichtiger ist, ist natürlich die Bruttomarge bzw. die Marge insgesamt, denn die ist auch ein bisschen gesunken. Und da hatte man natürlich auch ein bisschen Sorgen, wenn die Preise der Fahrzeuge nach unten gesenkt werden, dass die Marge noch weiter sinkt, denn die Marge unterscheidet tatsächlich Tesla von den ganzen anderen Autoherstellern. Tesla hat eine extrem hohe Marge und das ist auch einer der Gründe, warum Tesla so hoch bewertet ist im Vergleich zu den anderen Autoherstellern. Denn man geht davon aus, dass die Nachfrage bei Tesla sehr, sehr hoch ist und das Problem ist eigentlich im Angebot. Das heißt, wenn Tesla es irgendwann schafft, und das ist ja das Ziel im Jahr 2030, 20 Millionen E-Autos zu produzieren bei einer sehr, sehr hohen Marge, die die jetzt haben oder vielleicht sogar nach einer höheren, dann wird sehr, sehr viel Cash generiert und zusätzlich wird das Problem von Tesla, ja dieses Full Self Driving, auch noch gelöst und daher wird die Aktie dann halt auch weiterhin so stark steigen. Zumindest so bisher die bullische Prognose von den meisten. An der Stelle muss man vielleicht fairerweise erwähnen, dass Elon Musk schon mehrmals gesagt hat, dass Full Safe Driving irgendwie bald in Aussicht gestellt sein wird. Bisher haben wir das noch nicht gesehen. Also bisher haben wir ja noch kein echtes Full Safe Driving in dem Sinne, dass es massentauglich ist und das ist das Entscheidende. Das heißt, da müssen wir immer noch weiterhin abwarten, wie sich das weiterentwickeln wird. Denn Elon Musk zum Beispiel hat selber Folgendes gesagt. Overwhelming focus is solving Full Self Driving. And that's essential. And like that's really the difference between Tesla being worth a lot of money and being worth basically zero. Und da muss man fairerweise wirklich sagen, wenn Full Self Driving nicht von Tesla gelöst wird, sondern von jemand anderen, dann hat Tesla definitiv ein großes Problem, denn nur alleine auf E-Autos gesehen, haben auch die anderen nicht mehr so einen krassen Nachteil zu Tesla gesehen. Also man merkt ja, dass schon sehr, sehr viele Leute da einsteigen. Tesla macht das zwar Stand heute immer noch klüger, aber wir wissen alle, dass die Technik sehr, sehr schnell voranschreitet und es auch nur eine Frage der Zeit ist, bis die anderen Autoherstellern zu Tesla aufgreifen, denn Elon Musk ist zum Beispiel auch kein Fan von Patenten.
Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch das mitbekommen hat, aber Elon Musk sieht Patente eigentlich auch als sinnlos an, denn er sagt ganz klar, Innovation ist viel stärker als Patente. Das heißt, auch die ganzen Vorgehensweisen, die ganzen Konstruktionen und das ganze Thema, was Elon Musk halt eben so aufbaut, ist gar nicht so richtig patentiert. Also zumindest die meisten Sachen sind nicht patentiert und daher könnte natürlich jederzeit ein anderer Konkurrent dort einsteigen, das Ganze vielleicht besser umsetzen und dann hätte Tesla ein ganz großes Problem. Daher ist es extrem entscheidend, dass Tesla hier das Thema Full Safe Driving löst. Das wird sehr, sehr wichtig sein und das kann Tesla auch unter anderem damit lösen, dass sehr viele Fahrzeuge von Tesla verkauft werden, denn dann wird natürlich auch das Fahrverhalten der einzelnen Leute dort gesammelt, denn Daten ist einfach das Gold unserer Zeit. Und daher finde ich auch sehr, sehr schlau, dass Tesla hier die Preise für E-Autos halbieren will. Und zwar jetzt nicht wie bei dem anderen Thema, wo wir gesagt haben, Tesla fängt an, Preise zu halbieren, weil die halt Probleme haben und das Jahr einfach sehr, sehr schwer ist, damit die Nachfrage weiterhin bedient wird, also damit halt die Nachfrage weiter nach oben befördert wird, weil die Preise gesenkt werden, sondern in dem Fall will Tesla, und das haben die im Investor der ja gesagt, die Preise für E-Autos halbieren, indem die alles effizienter gestalten. Das heißt, dementsprechend werden natürlich auch die Kosten für den Bau gesenkt und daher kann man davon ausgehen, dass die Marge auch weiterhin sehr, sehr hoch bleibt. Und das wird auch für mich entscheidend sein, um das Problem Full Safe Driving komplett zu lösen, denn man muss das wirklich skalierend aufbauen. Man muss ganz viele E-Autos verkaufen, also ganz viele Tesla-Fahrzeuge, die ganzen Daten von den Leuten einsammeln. Und je mehr Fahrzeuge da auf der Straße kursieren, desto mehr Daten kann man dann eben sammeln. Das funktioniert ja exponentiell und das wird dann langfristig auch das Ganze verändern. Trotzdem muss ich an der Stelle sagen, für das Jahr 2023 sehe ich bisher noch nicht so viel Potenzial, denn insgesamt ist ja das Jahr einfach sehr, sehr schwer. Man hat ja auch schon bei Elon selber rausgehört, dass er hier auch ein schwieriges Jahr prognostiziert und hier bin ich auch auf Elons Seite und sehe das Ganze genauso. Dementsprechend bin ich auch ein bisschen defensiver eingestellt. Ich hoffe noch auf günstigere Kurse bei Tesla, werde mir dann ganz genau auch den Chart anschauen, wie sich das Ganze weiterentwickeln kann. Und parallel dazu, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch das auf dem Schirm hat, schaue ich mir auch den Konflikt zwischen Taiwan und China an, denn das ist meiner Meinung nach tatsächlich das größte Risiko. Sollten wir nämlich einen Konflikt zwischen China und Taiwan erleben, wie zwischen Russland und der Ukraine, dann könnte das wirklich für Tesla sehr, sehr problematisch werden, denn dann kommen natürlich die ganzen Sanktionen auf China zu und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du vielleicht dieses Risiko auf dem Schirm hast. Kannst mir generell mal deine Risiken unten in die Kommentare reinschreiben oder überhaupt, ob du von Tesla überzeugt bist, ein Tesla-Bull bist, ja oder nein. Schreib mal gerne deine These, deine Meinung unten in die Kommentare und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.